Hallo Matthias, kannst du bitte mal erzählen, was ist mit Nivo passiert? Was machst du jetzt? Ja, guten Morgen erstmal. Ja, auf der Fahrt, auf den letzten 1000 Kilometern, hatten wir komische Geräusche. Und es fuhr sich etwas, wie sagt man, naja, etwas ungewöhnlich. Und gestern Abend habe ich die Reifen kontrolliert, nach insgesamt 4000 Kilometern, und bekam einen Schreck, dass die Reifen vorne alle beide so abgefahren sind, dass von der Metallkuppe durchschaut. Wir werden sehen, was ich abgebaut habe, welchen Schaden wir erlitten haben auf den 4000 Kilometern. Dazu muss ich sagen, ich habe das Auto erst vor 2 Wochen gekauft. Und da sah alles gut aus. Vermutlich muss die Spur der Räder korrigiert werden. Die Räder stehen so, anstatt so. Also da stimmt etwas nicht, weil die extrem einseitig abgefahren sind. Dazu kommt, das sind Allwetterreifen und die sind für Russland ungeeignet. Die sind für den Stadtverkehr, kann man die nehmen, aber nicht für lange Reisen. Nicht für den schlechten russischen Straßen. Aber da die Zeit noch im Mitspiel war, dass wir pünktlich in der neuen Heimat sein müssen, konnte ich die Reifen nicht mehr wechseln. Und jetzt sieht man den Schaden. Hier schaut der Stahlkot schon durch. Also die sind definitiv Schrott. Und zum Glück habe ich 2 Ersatzreifen mit, weil mir Freunde gesagt haben, auf solchen großen Reisen nimmt man in Russland besser 2 Ersatzräder mit. Das ist typisch deutsch, ja, die Reserven zu haben, stimmt? Im Prinzip ja, aber die Erfahrung der russischen Bevölkerung sagt, auf großen Reisen, wenn man quer durch Russland fährt, sollte man 2 Ersatzräder mitführen, da es immer schwierig ist, die passende Reifengröße an den Werkstätten zur Verfügung zu haben. Oh, heilig. Im Prinzip rettet das jetzt unsere Weiterfahrt. Ansonsten mit den Reifen wären wir nicht mehr weit gekommen. Definitiv. So an sich hat der Niva wunderbar durchgehalten auf der großen Strecke. Verbrauchsmäßig liegen wir etwa bei 11 Liter. Das geht. Ungewöhnlich für ein russisches Auto, es tropft kein Öl, es tropft nirgendwo Benzin raus. Also alles in allem ein guter Kauf. Hast du gestern schon geprüft, den Ölverbrauch? Was war das Ergebnis? Ölverbrauch ist null. Vor der Fahrt hatten wir Ölwechsel gemacht, stand da, war der Ölstand auf Maximum, der Ölstand ist immer noch auf Maximum. So kann ich absolut nichts Negatives sagen. Untenrum am Fahrwerk habe ich Kontrollen gemacht, alles im Normbereich. Am Differential hinten auch keine Öltropfen, am Getriebe keine Öltropfen. Perfekt. Hast du bei der Fahrt mitbekommen, wie viel Liter Benzin wir für 100 Kilometer verbraucht haben? Hatte ich schon gesagt, so im etwa im Schnitt haben wir 11 Liter verbraucht. Und das bei den teilweise sehr Berg- und Talstrecken. Das geht. Aha, ist ja toll. Russische Werkstatt. Russische Schienenmontage. Jetzt kommen wir zum zweiten Rad, ja? Nummer 1 ist geschafft. Dann noch Luftdruck kontrollieren.
dann können wir weiterfahren. Ich denke, Nummer 2 sieht auch nicht so schön aus. Naja, und das sind halt die Überraschungen in Russland, wenn man ein neues gebrauchtes Auto kauft. Der ist nicht zu alt, der ist Baujahr 2017. Wir hatten ein bisschen gemacht am Anfang, wo ich wusste, was gemacht werden muss. Elektrik habe ich repariert. Waren ein paar Sachen, die nicht ganz koscher waren. Bin in der Werkstatt gewesen, was man alles macht. In der Rundum-Abwartung, Ölwechsel, Filterwechsel, Luftfilterölwechsel, die ganzen Systeme kontrollieren. Die Bremsen kontrollieren lassen, das Differentialheft kontrollieren lassen, war alles in Ordnung. Aber die Spur habe ich nicht kontrollieren lassen, weil ich davon ausging, dass die Spur in Ordnung ist. So ist die Aufgabe, in den nächsten Wochen eine Werkstatt finden, die Spur einstellen, den Spurkontrollierer. Wenn ich das nicht mache, werden die neuen Reifen innerhalb von ein paar tausend Kilometern wieder so aussehen. So, jetzt geht's weiter. Reifen gewechselt, Luftdruck kontrolliert. Mal schauen, wie die Fahrt heute werden wird. Das Wetter scheint okay zu sein. Die nächsten 850 bis 900 Kilometer liegen vor uns.